Wir können uns alle glücklich schätzen, diesen gesegneten Monat zu erleben. Im gesegneten Monat Ramadan gibt es drei Stationen. Drei Stationen, die wir keinesfalls verpassen möchten. Und diese drei Stationen sind eine große Gnade, die uns Allah subhanahu wa ta'ala in diesem segensreichen Monat bereitgestellt hat. Die erste Station ist jene. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auch immer im Ramadan Qiyam, Tarawih betet, dem vergibt Allah subhanahu wa ta'ala alle früheren Sünden. Die zweite Station ist, wer auch immer im Ramadan fastet, in der Hoffnung auf Allahs Belohnung, dem vergibt Allah subhanahu wa ta'ala alle früheren Sünden. Und die dritte Station ist, wer auch immer Qiyam während Laylatul Qadr betet, dem vergibt Allah subhanahu wa ta'ala alle früheren Sünden. Das ist eine verblüffende Gelegenheit für jeden, der tausende Sünden begangen hat. Jeder von uns hat Sünden begangen, kleine Sünden und große. Wir haben auf verschiedenste Arten gesündigt. Lasst uns diesen gesegneten Monat des Ramadan nutzen. Diese drei Gelegenheiten, die uns Allah subhanahu wa ta'ala anbietet, um die Beziehung mit Allah ins Reine zu bringen, das ist tatsächlich ein verlockendes Angebot für jeden, der sich darüber Gedanken macht, wie er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückfinden kann, aber ein Schuldgefühl wegen der zahlreichen Sünden verspürt, was ihn daran bremst, sich Allah anzunähern. Das ist deine Chance. Wenn du auf deiner ersten Station bist, wenn du Tarawih im Ramadan betest, kannst du auf Allahs Belohnung hoffen, dass er subhanahu wa ta'ala dir alle Sünden vergibt. Wenn wir Tarawih auf diese Weise betrachten, ist Tarawih nicht nur mehr Sunnah, nicht wahr? Wir alle begehen Sünden und wir können es uns nicht leisten zu sagen, lass uns nur Fard beten. Tarawih ist nur Sunnah. Stattdessen sollten wir sagen, ich nehme mir vor, jedes Tarawih im gesegneten Monat Ramadan zu beten, in der Hoffnung, dass mir Allah subhanahu wa ta'ala all meine Sünden vergibt. Und wie verzweifelt haben wir diese Vergebung nötig. Dann ist da noch unsere zweite Chance. Alle Gläubigen werden im Ramadan fasten. Aber wenn wir voller Iman fasten und währenddessen jede schlechte Tat unterlassen, kommt unser Lohn in Form von Vergebung. Vergebung all unserer Sünden. Und zu guter Letzt kommt ein Zuschlag. Eine einzige Nacht. Eine einzige Nacht. Nur eine einzige Nacht müssen wir uns bemühen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns all unsere Sünden vergeben, insha'Allah. Meine lieben Geschwister, das Allerwichtigste dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Vor allem jene unter uns, die sich vorgenommen haben, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Sei dir einer Sache bewusst. Wenn du eine Sünde begangen hast, die du vor deinen Eltern nie wagen würdest zu begehen, aus Angst und Scham, so solltest du sie erst recht nicht begehen vor Allah subhanahu wa ta'ala, wo er es ja sieht und über all unsere offenen und verborgenen Taten Kenntnis hat. Denn Allah hat einen viel höheren Stellenwert als unsere Eltern, als du, als ich, unsere Eltern und alle zusammen. Lasst uns Allahs Stellenwert niemals vergessen. Lasst uns den gesegneten Ramadan dazu nutzen, unsere Beziehung mit Allah ins Reine zu bringen.